Ist jeder Kafir automatisch ein Muschrik? Wir sagen, jeder Muschrik ist ein Kafir. Aber nicht jeder Kafir ist ein Muschrik. So, was ist die Erklärung? Die Erklärung ist folgende. Ein Muschrik ist jemand, der neben Allah etwas anderes anbetet. Ja? Der neben Allah etwas anderes anbetet. Jeder, der neben Allah etwas anderes anbetet, ist auch ein Kafir. So. Das heißt, der Muschrik ist in jedem Fall Kafir. Aber ist der Kafir ein Muschrik? Jetzt zum Beispiel ein Kafir glaubt gar nicht an Allah. Verleugnet Allah. Dann ist er ein Kafir, kein Muschrik. Na, mafhum? Wallahu ta'ala ala wa'ala.